Guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Unser heutiger Medienkommentar beschäftigt sich mit dem Kriegstreiben der USA. Gilt ein US-Faustrecht statt Frieden? Diese Frage stellt man sich, wenn man das Interview mit dem CDU-Politiker Willy Wimmer im iranischen Radio vom 28. Februar diesen Jahres anhört, welches wir hier bei Klagemauer TV in vollem Umfang ausgestrahlt haben. Während 12 Jahren hielt Washington die Vereinigten Staaten von Amerika im Krieg. In Afghanistan, im Irak, in Somalia, Libyen, Pakistan, im Jemen und beinahe in Syrien, was noch immer eintreten könnte. Und auch ein Krieg gegen den Iran befindet sich auf der Warteliste. Diese Kriege fordern hohe Kosten an Geld, Prestige sowie Tote und Verletzte auf Seiten sowohl der US-Soldaten als auch der angegriffenen Zivilbevölkerungen. Für keinen dieser Kriege scheint es einen zwingenden Grund oder eine vertretbare Erklärung zu geben. Die Kriege waren wichtig für die Profite des Militär- und Sicherheitskomplexes. Die Kriege schufen den Deckmantel für den Aufbau eines Stasi-Polizeistaats in Amerika. Die USA haben sich in den 90er Jahren offensichtlich genötigt gesehen, das politische, militärische, völkerrechtliche Faustrecht zu ihren Gunsten wieder einzuführen. Sie fürchten offensichtlich ein Europa der Kooperation wie der Teufel das berühmte Weihwasser. Und nun, liebe Zuschauer, schauen wir uns mal die Staatsschulden im Vergleich zum Kriegstreiben an. Libyen lag 2012 mit 0% Verschuldung des Bruttoinlandprodukts auf Platz Nummer 1. Der Iran lag auf Platz Nummer 9 mit nur 10,7% Verschuldung und Russland hatte 10,9%. Hingegen im Westen, der die Kriege anzettelt, lag die Verschuldung, wie zum Beispiel in Frankreich und Großbritannien, bei 90,3%, Belgien bei 99,6% und die USA bildete das Schlusslicht mit sogar 106,5%. Schuldenfrei sein hieße, Dollar und USA unabhängig zu sein, so zumindest dachten all die arabischen Brüder, allen voran Libyens Staatschef Gaddafi. Doch sie alle haben die Rechnung ohne die Cowboys gemacht, die sehen ihre Herden nicht gerne frei herumlaufen. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie uns an dieser Stelle auch etwas tiefer blicken. Ist die US-Wirtschaft im Aufschwung oder Zusammenbruch? Die US-Wirtschaft schaffte im November 2013 203.000 Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote fällt auf 7%, den tiefsten Stand seit 5 Jahren. Diese Schlagzeile sorgte Anfang Dezember 2013 in der gesamten US-Presse für Aufsehen. Lin Din, ein politischer Analytiker, bezeichnet diese Euphorie als reinen Unsinn. In der Tat haben nur 47% der amerikanischen Erwachsenen einen Vollzeitjob und 40% der US-Arbeitnehmer verdienen weniger als $20.000 im Jahr, sagt Din. Wenn da wirklich ein wirtschaftlicher Aufschwung wäre, würden nicht 47 Millionen Amerikaner auf Lebensmittelmarken angewiesen sein, ein Rekordhoch übrigens, und nicht 1,2 Millionen Schulkinder obdachlos sein. In jedem Staat gibt es Zeltstädte, wo die Leute in eisiger Kälte leben und ihre Notdurft in einen Eimer verrichten. Din folgert, dass die US-Regierung und die US-Medien lügen, um Ausländer und reiche Amerikaner zu täuschen, die Aktien kaufen. Seht die Moral dieser humanistischen Kriegstreiber. Das eigene Volk lassen sie frieren und hungern, indem sie deren Lebensunterhalt gnadenlos in die Rüstungsindustrie stecken. Zum Abschluss dieser Sendung noch ein Zitat von Willy Wimmer. Die USA haben sich entschieden, den Krieg nach Europa zurückzubringen. Behalten Sie diese Dinge mit uns im Auge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Herr Wimmer, ich darf Sie wie immer ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukni, guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank. Herr Wimmer, in vielen Orten der Welt herrschen derzeit Konflikte und Kriege vom Nahen und Mittleren Osten bis hin zu Nord- und Zentralafrika, von Europa bis hin zu Lateinamerika. In allen diesen Konflikten und Kriegen ist eine Spur der angelsächsischen Staaten festzumachen.
Die Rolle dieser Staaten ist jedoch nicht konstant geblieben, sondern ist immer den aktuellen Entwicklungen angepasst worden. Sie mit Ihrem Bekannten aus München schreiben gerade an einem Buch, das sich unter anderem mit diesem Thema oder mit dieser Spur oder Rolle befasst. Bevor wir auf die Details eingehen, möchte ich Sie darum bitten, uns über das Motiv, das Sie zu diesem Schreiben veranlasst hat, zu informieren. Ja, Herr Scharoukny, das ist sehr gut möglich, denn wir haben, wie Sie zu Recht gesagt haben, eine Spur, die sich wieder über den Globus zieht. Und wir können diese Spur auch genau am amerikanischen und vor allen Dingen britischen Verhalten festmachen. Wir waren mit der Wiedervereinigung Deutschlands der Auffassung, dass damit der große Konflikt in Europa beendet sei und man dazu übergehen könnte, nach den Modellen der KSZE und später der OSZE, die in Europa vorhandenen Streitfragen friedlich beizulegen. Denn die waren nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch mit dem Ersten Weltkrieg verbunden. Und wir haben dann mit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sehen müssen, dass ein Europa, das auf den Frieden ausgerichtet sein sollte, nicht möglich war. Und wir haben seither gesehen, dass sich die Spur des angelsächsischen Faustrechts wirklich quer über den Globus zieht. Und solange wir die Möglichkeit haben, uns zu diesen Erkenntnissen noch zu äußern, muss man es machen, denn wir sehen in diesem Jahr auch auf den Beginn des Ersten Weltkrieges zurück, 1914. Und wir können uns sehr wohl vorstellen, dass wir mit den Ereignissen, die wir alle kennen, seit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, auf einem Pfad sind, der uns in einen weiteren, größeren Konflikt münden lässt, mit all unserem Tun und mit dem, was wir für richtig und für falsch halten. Herr Wimmer, auf welche Erkenntnisse sind Sie gestoßen bei Ihrer Untersuchung? Sind neue Erkenntnisse auch festgestellt worden in Ihrem Buch? Ja, das versucht man ja, weil es sonst keine Legitimation für ein solches Tun gibt. Wir haben im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges gesehen, dass an friedlichen Verhandlungen, die auf einer vertragsgemäßen Grundlage beruhen oder die Verträge zum Ziel haben sollen, kein Weg vorbeigeht. Wir haben also mit dem Ende des Kalten Krieges gesehen, dass wirkliche Erfolge eigentlich nur mit friedlichen Verhandlungen verbunden sind, die auch Abstand nehmen von Druck, der auf andere Staaten ausgeübt werden soll, weil das übrigens auch gegen das Wiener Übereinkommen für diplomatische Verhandlungen verstößt. Dieser Erfolg wäre auch für die anderen Konfliktfelder, mit denen wir es zu tun haben, möglich gewesen, aber die Vereinigten Staaten haben sich in der ersten Hälfte der 90er Jahre offensichtlich genötigt gesehen, politische, militärische, völkerrechtliche Faustrecht zu ihren Gunsten wieder einzuführen, weil sie offensichtlich, und da knüpfen sie an die englische Politik im 19. Jahrhundert an, bezogen auf Europa, weil sie offensichtlich ein Europa der Kooperation fürchten wie der berühmte Teufel das berühmte Weihwasser. Wimmer, Sie schreiben, England hat alles unternommen, um nach Napoleon ein Zusammenwirken oder Heilige Allianz und einen Ausgleich zwischen den kontinentalen Mächten zu verhindern, wie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die USA den friedlichen Ausgleich über KSZE oder OSZE sabotiert haben.
Was haben sich die USA diesbezüglich schuldig gemacht, dass sie nun von amerikanischen Sabotagen sprechen? Die Vereinigten Staaten, und ich bedauere das sehr, wegen der engen Kooperation, die es über Jahrzehnte hinweg gegeben hat, die Vereinigten Staaten haben sich entschieden, den Krieg nach Europa zurückzubringen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl in der ersten Hälfte der 90er Jahre immer wieder davor gewarnt hat, dass der Krieg nach Europa zurückkommen könnte. Und wir haben das damals in der Zeit der Euphorie nach dem Ende des Kalten Krieges vermutlich nicht so richtig wahrgenommen, was er immer wieder als Warnung geäußert hat. Und er hatte recht mit dem Kriegsausbruch 1999 gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und was sich seither in anderen Teilen des gemeinsamen Kontinents entwickelt hat. Das ist eine strategische Neuorientierung der Vereinigten Staaten gewesen und sie gipfelte ja auch in den veröffentlichten Dokumenten auf amerikanischer Seite, die Welt jederzeit mit Krieg überziehen zu können, wenn es im amerikanischen Interesse sei. Und das war die britische Politik, die leider den europäischen Kontinent wesentlich bestimmt hat nach dem Sieg über Napoleon. Als die europäischen Großmächte sich verständigt haben wegen der riesigen Verwüstungen, die es in Europa gegeben hatte, Konflikte nicht mehr in diese Dimension vorstoßen zu lassen. Und sie haben deshalb die Heilige Allianz geschaffen. Das war das große Verdienst des österreichischen Kanzlers Metternich. Und die Briten sind aus strategischen Gründen dieser Heiligen Allianz ferngeblieben, weil nichts für Großbritannien offensichtlich schlimmer gewesen ist als eine friedliche Beilegung von Konflikten auf dem europäischen Kontinent. Die Briten haben den Krieg vorgezogen und sie haben ihn 1914 ja auch bekommen. Herr Wimmer, was wir aber feststellen können, ist, dass auch dass Änderungen in dieser Politik festzustellen. Während die angelsächsischen Staaten früher Änderungen durch direkte militärische Intervention durchgesetzt haben, tun sie das nun indirekt, indem sie andere Länder kriegen lassen. Was wird mit dieser Politik bezweckt? Die angelsächsischen Mächte, und leider ist ja auch Frankreich auf diesem Kurs sowohl in Syrien als auch in Libyen eingeschwenkt, diese Mächte haben ein dringendes Interesse daran, anderen Staaten die innere Souveränität zu nehmen und anderen Staaten die Möglichkeit zu nehmen, zu einer eigenen Entwicklung zu kommen. Ich sage das ausdrücklich unter Bezug auf die Charta der Vereinten Nationen, dass die Staaten friedlich miteinander kooperieren müssen und dass sie auch im größten Wert darauf legen müssen, dass die inneren Verhältnisse friedensbezogen sind und die Menschenrechte geachtet werden. Wir sehen ja seit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, dem Krieg in Afghanistan, dem Krieg gegen den Irak, den Krieg gegen Libyen und das, was in Afrika und anderen Teilen der Welt stattfindet, dass die angelsächsische Großmacht USA über die ganze Bandbreite verfügt, mit denen man diese Ziele erreichen kann. Sie haben die kriegerischen Möglichkeiten, ich habe sie eben teilweise aufgezählt. Sie haben die Möglichkeit, Staaten zu destabilisieren, wie das auf dem Balkan geschehen ist, wie das durch die Organisation mit amerikanischer Unterstützung in Belgrad durch OTPOR geschehen ist, wo destabilisierende Elemente in dem ganzen Gürtel zwischen China und Algerien ausgebildet worden sind. Und wir sehen das natürlich derzeit auch in der Ukraine. Es gibt immer eine Reihe von Gründen, die zu solchen Konflikten führen.
Aber wenn man sich heute die Ukraine ansieht, wenn man sich ansieht, was in Syrien gemacht worden ist, um die Russische Föderation von Süden her aufzurollen, dann kann man in Moskau nur den Eindruck haben, dass es demnächst auf Moskauer Straßen so losgehen soll, wie es derzeit auf Kiewer Straßen stattfindet. Und ich sage das vor dem Hintergrund der Umstände, dass immer viele Gründe zu einer solchen Entwicklung führen, aber die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben die Finger immer drin. Herr Wimmer, Krieg an sich ist doch oder kann doch kein Ziel sein, sondern das Ziel dürfte ein ganz anderes aussehen. Was glauben Sie? Wir haben ja als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges haben wir die Charta der Vereinten Nationen bekommen, die wirklich ein Regelwerk darstellt, wie die Dinge auf dem Globus so geregelt werden können, dass wir Frieden haben. Und die Ausübung militärischer Gewalt ist an strikte Regeln gebunden. Die Vereinigten Staaten haben seit Mitte der 90er Jahre alles unternommen, um die internationalen Strukturen, die auf Frieden ausgerichtet sind, wie die OSZE, die Vereinten Nationen und andere, so aus den Angeln zu heben, dass von dieser Welt nichts anderes übrig bleibt als das amerikanisch bestimmte Faustrecht. Und deswegen ist die Frage, die Sie gerade gestellt haben, auch so schwer zu beantworten. Wir brauchen die Vereinten Nationen und wir brauchen die OSZE und wir brauchen auch andere Organisationsformen nicht neu zu erfinden. Wir haben sie bereits, aber sie werden von den Amerikanern und von den Briten und leider auch von den Franzosen so aus den Angeln gehoben, dass außer Faustrecht demnächst gar nichts mehr übrig bleibt. Hat man auch die Möglichkeit, oder was haben die anderen Staaten, die dieses Faustrecht nicht haben, entgegenzusetzen? Ja, wir haben in diesen Tagen eine interessante Antwort auf diese Frage in der Ukraine bekommen. Das kann man vielleicht nur erklären vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung. Die Schweiz als derzeitiger Vorsitzender in der OSZE hat sich bemüht, die Konfliktparteien in der Ukraine an einen Tisch zu bekommen und Lösungen zu beschließen, die von allen Seiten getragen werden konnten. Damit ist der Schweizer Botschafter in Kiew vor 2 Tagen an die Öffentlichkeit gegangen und es gab auch Erleichterung in ganz Europa über diese schweizerische Rolle, die vielleicht in der Vergangenheit häufiger von der Schweiz ausgeübt werden konnte, als das in den letzten Jahren seit dem Jugoslawienkrieg der Fall gewesen ist. Es hat noch keine 2 Tage gedauert, dass diese auf friedlichen Ausgleich bezogene Schweizer Lösung in Kiew durch die Kräfte auf dem Maidanplatz torpediert worden sind. Und wenn wir heute 25 Tote in Kiew und Hunderte von Verletzten feststellen können, dann wissen wir, dass eigentlich auf Kiewer Straßen ein Stellvertreterkrieg ausgeübt wird, dessen Dimension viel weiter reicht. Herr Wimmer, Sie sprechen damit an, dass dieser Konflikt auf zumindest benachbarten Staaten übergreifen könnte. Das ist etwas, was ja jeder, an dessen Grenzen so etwas stattfindet, sich selber überlegen muss. Ich kann doch nicht russischer Präsident sein, wenn ich die Augen vor den Entwicklungen in Kiew verschließen würde. Ich kann es nicht sein. Und wir haben ja auch in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sotschi, die ja offensichtlich brillant sind und über die sich auch amerikanische Sportler öffentlich sehr freuen, gesehen, dass alles unternommen wird, einen anderen Staat, ich sage es jetzt mal auch sportlich, so aufs Kreuz zu legen, dass die Belange dieses Staates nicht mehr durch die eigenen Organe wahrgenommen werden können, sondern ohne ausländischen Einfluss nicht mehr zu denken sind. Und wir haben es ja auch in Zusammenhang mit dem freigelassenen Erdölmagnaten Chodorowski gesehen,
Wenn man auf die Ursprünge dieser Dinge, die den Namen Chodorowski und Jukos tragen, zurückgeht, dann sieht man, dass es darum ging, die russischen Erdöl- und Erdgasvorkommen entweder in amerikanischen Händen zu sehen oder bei den russischen Verantwortlichen weiter die Verantwortung zu sehen. Das sind Dinge, da verschließt die Welt die Augen vor. Sie sind aber so. Was hat die Welt für Möglichkeiten? Die Möglichkeiten sind begrenzt. Sie liegen aber darin, dass alle Staaten, die sich mit dieser Situation auch in Lateinamerika, wir sehen ja Venezuela, mit dieser Situation beschäftigen müssen, darum bemühen, in ihrer Behandlung des eigenen Volkes Rücksicht zu nehmen, die Menschenrechte zu achten und am allgemeinen Wohlergehen des Volkes Interesse zu haben und nicht die außenpolitische Situation dazu zu benutzen, innenpolitisch, ich sage jetzt mal, Interessen umzusetzen, die ich als nicht legitim betrachten würde. Das heißt, ich muss mich dem eigenen Volk gegenüber so verhalten, als ordentlich gewählte Regierung, dass ausländische Kräfte mir das eigene Volk nicht auseinanderreißen. Und zwar deshalb, weil es bei mir Verschulden gibt. In den Beziehungen zu anderen Staaten kann man sich nur bemühen, die Dinge friedensbezogen zu gestalten und zu organisieren und Streitfälle nicht dazu zu bringen, dass ausländische Kräfte eine ganze Region auseinanderreißen. Die Opfer sind immer in der Region zu finden. Sie sind nicht in Washington oder in New York anzusiedeln. Herr Wimmer, zu welchen Schlussfolgerungen kommen Sie dann in Ihrem Buch? Dass wir, wenn es so weitergeht, uns mit einer Situation auseinandersetzen müssen, dass es um die Existenz der Russischen Föderation und danach um die Existenz Chinas geht. Die Vereinigten Staaten haben sich offensichtlich etwas vorgenommen, das in diese Richtung geht. Und wir haben es ja zurückliegend vor 15 Jahren gesehen, als der Jugoslawienkrieg, der Europa durcheinander bringt. Als der Jugoslawienkrieg stattfand, gab es gleichzeitig in den chinesischen Westgebieten, in Xinjiang und in Tibet, Bombenanschläge hintereinander, sodass man eigentlich damals davon ausgegangen ist, dass ein Konflikt in China wahrscheinlich sein würde. Er fand dann durch amerikanisches Druck und durch amerikanisches Drängen fand er in Europa statt. Wir sehen heute, dass Japan sich in einer Art und Weise entwickelt, dass es zwar im amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrag seine Dinge betreiben kann, aber für die ganze Region offensichtlich auf Konfrontations- und dahinter kommend Kriegskurs umgestellt wird. Und das können wir für andere Teile der Welt auch sehen. Und deswegen sind die Dinge, mit denen wir es derzeit zu tun haben, geeignet, uns stärker an 1914 zu erinnern, als uns allen das lieb sein kann. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Erläuterungen. Ja, vielen Dank, Herr Scharoukny. Alles Gute nach Teheran. Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukny. Guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank. Herr Wimmer, der Streit zwischen den westlichen Staaten und Russland um die Krim-Insel geht weiter. Sanktionen sind inzwischen verhängt worden, beide Seiten Sanktionen. Russland ist aus der G8 ausgeschlossen und vieles mehr. Welche Folgen könnten diese Strafmaßnahmen für die Beziehungen des Westens zu Russland haben? Zunächst einmal, Herr Schock, sind diese Beziehungen sehr auf Eis gelegt worden. Denn das, was in den letzten 4-6 Wochen passiert ist,
ist ja eigentlich in den bisherigen Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und den Staaten der Europäischen Union bzw. der NATO, das ist ungewöhnlich und lange nicht mehr vorgekommen. Und wie schätzen Sie überhaupt diese Maßnahmen ein? Ja, man muss vielleicht sehr komplex an diese Dinge rangehen. Die Russische Föderation hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass die Vereinigten Staaten alles getan haben, um der Russischen Föderation Schwierigkeiten zu bereiten. Anders kann man ja das Verhalten der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs, man muss die drei zusammennehmen, in Syrien nicht beurteilen. Syrien ist nicht nur eine Frage für den Nahen und Mittleren Osten, sondern Syrien ist auch die Frage, die sich gegen den Unterleib der Russischen Föderation richtet, wenn man das so sagen kann. Und hier ist alles getan worden, um die Russische Föderation vor existenzielle Fragen zu stellen. Als das dann in der Ukraine losging und sich in Kiew Kräfte breit gemacht haben, die offensichtlich direkt auf die Russische Föderation gezielt haben, musste man in Moskau alarmiert sein, unabhängig davon, wer jetzt als erster Sanktionen verhängt hat. Denn aus meiner Sicht sind die Sanktionen, die jetzt verhängt worden sind, insbesondere von westlicher Seite, sind eine Eskalationsstufe mehr in der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Russischen Föderation. Herr Wimmer, diese Strafmaßnahmen dürften auch schwere Folgen für die westlichen Wirtschaften, insbesondere für Deutschland, haben, allein aufgrund der Abhängigkeit Westen von dem russischen Gas. Ja, deswegen kann man ja auch in Washington sehr offen und sehr gerne Sanktionen gegen Moskau fordern, weil man genau weiß, dass diese Sanktionen vielleicht weniger die Russische Föderation als vielmehr Deutschland und Europa treffen. Das ist auch eine Methode, um die engen Verbündeten zu disziplinieren. Und das ist den Vereinigten Staaten nicht zum ersten Mal eingefallen, so vorzugehen. Herr Wimmer, die Kooperation zwischen den westlichen Ländern und Russland auf vielen Gebieten und bezüglich viele Konflikte in der ganzen Welt waren immer, sagen wir mal, zufriedenstellend. Und da gibt es nun eine Reihe von noch Problemen und Konflikten, die gelöst werden sollten in beiderseitige Zusammenarbeit. Wie geht es da weiter, zum Beispiel in Bezug auf Syrien, in Bezug auf Libyen, Irak und so einiges mehr? Man kann ja den großen Bogen spannen von der koreanischen Halbinsel bis zum südlichen Rand des Mittelmeers. Überall gibt es Spannungsgebiete, wo auch die Vereinigten Staaten, andere westliche Staaten und vor allen Dingen die Russische Föderation zwangsläufig engagiert sind. Und wenn man den Russen, wie das in den letzten Wochen geschehen ist, das Messer an die Kehle setzt, dann muss man sich natürlich fragen, mit welcher Begeisterung die Russische Föderation in diesen Spannungsgebieten, die Sie gerade angesprochen haben, bereit ist, an Lösungen mitzuwirken, die möglicherweise diese Spannungen reduzieren können. Aber ich will in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Krim zurückkommen. Hier hat die Russische Föderation Fakten gesetzt. Und wie das immer ist, wenn man Fakten setzt, das wird von anderen bestritten. Und jetzt wird es eine lange Schlacht darum geben, ist das mit dem Völkerrecht vereinbar oder ist es nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Nur, wir dürfen eins nicht außer Betracht lassen. Als sich die Ereignisse auf dem Maidanplatz in Kiew abgespielt haben und die ersten schrecklichen Beschlüsse gegen die russische Volksgruppe in Kiew laut geworden sind, musste man auf der Krim befürchten, dass die Kräfte, die in Kiew für Chaos gesorgt haben,
sich auch auf der Krim breit machen würden. Da ist allerdings die russische Schwarzmeerflotte auch in Zusammenhang mit Nuklearwaffen stationiert. Wenn man das ganze Bild zu Ende denkt, hat uns die Russische Föderation und vor allen Dingen Putin vor dem totalen Chaos in der Ukraine möglicherweise durch Maßnahmen bewahrt, die ihrerseits im Westen Anlass für Kritik bilden und bieten. Das heißt, wir haben im Augenblick kein nüchternes und kein objektives Bild auf die tatsächliche Situation. Und es wird deutlich, dass man Russland, wie Frau Timoschenko das gesagt hat in diesem abgehörten Telefonat, dass man Russland in die Knie zwingen will. Das ist eine Tendenz, die wir seit vielen Jahren verfolgen können. Herr Wimmer, angesichts dieser Tatsache hat Russland auch angekündigt, diese neue Regierung in Kiew nicht anerkennen zu wollen. Was bedeutet das denn überhaupt? Wir haben ja gestern gesehen, dass es offensichtlich auf Bitten des ukrainischen Außenministers in Den Haag zu einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov gekommen ist. Und das scheint eine pragmatische Einstellung von beiden Seiten zu sein, die diese Treffen ermöglicht. Wir dürfen allerdings nicht außer Betracht lassen, dass die Regierung, die es derzeit in Kiew gibt, unter Verstoß gegen alle europäischen Standards und gegen alle internationalen Standards ins Amt gekommen ist. Und das Erstaunliche ist ja, dass diejenigen, die im Augenblick das Völkerrecht so im Munde führen, an dem Zusammenkommen dieser neuen Regierung Gefallen finden. Es kommt erschwerend hinzu, dass diese neuen Machthaber in Kiew mit denen zusammenarbeiten, die als Nationalsozialisten schon einmal Elend und Tod über Europa gebracht haben. Offensichtlich verfährt man in Kiew nach dem Motto und in anderen Städten, in anderen Hauptstädten auch, wer Nazi ist, das bestimme ich. Herr Wimmer, einer der Knackpunkte, der Russland Sorge bereitet, ist die Absicht, Ukraine in die NATO aufzunehmen. Wie würde die Reaktion auf einen eventuellen Schritt diesbezüglich seitens Russland sein? Wir müssen da vielleicht mehrere Dinge sorgfältig auseinanderhalten. Wir unter den derzeitigen Umständen, und wir sind ja erst am Anfang einer Entwicklung, die für die Ukraine sehr kompliziert werden wird. Wer unter diesen Umständen die Ukraine in die NATO holen will, der will Krieg führen gegen die Russische Föderation. Denn das, was das bedeuten würde, ist ja alles andere als Deeskalation in Zusammenhang mit unseren Verbindungen zur Russischen Föderation. Und man wird in Moskau nicht darauf hoffen können, dass die Leute blind sind. Warum sollen sie blind sein, wenn es um ihr eigenes Schicksal geht? Das ist das eine. Das zweite ist, nach allen Regeln, die man bisher für NATO-Mitgliedschaften hatte, durften Konflikte mit Nachbarn nicht in einem Land gegeben sein, das Aufnahme in die NATO verlangen wollte oder erbitten wollte. Also vor diesem Hintergrund gibt es aus meinem Gesichtspunkt viele Hindernisse dafür, dass man an diese Idee überhaupt denken sollte. Abgesehen davon hat der amtierende Ministerpräsident in Kiew eine NATO-Mitgliedschaft selbst ausgeschlossen, weil er genau weiß, was das für seine nachbarschaftlichen Beziehungen zur Russischen Föderation bedeuten würde. Herr Wimmer, nun kündigte die ukrainische Regierung an, diese Angelegenheit vor UNO zu bringen. Aber was kann UNO diesbezüglich tun, wenn nun die Menschen, die Bevölkerung der Einwohner der Kriminsel beschlossen haben, der Russischen Föderation beizutreten? Die Dinge sind ja, was dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker anbetrifft,
die sind ja nicht nur langfristig für uns zu betrachten interessant, sondern sie sind offensichtlich einer gewissen Konjunktur nach der Interessenlage unterworfen. Wir haben vor gut 10, 15 Jahren vom amerikanischen Außenministerium in der berühmten Konferenz von Bratislava gehört, dass das Selbstbestimmungsrecht das gesamte Völkerrecht dominieren müsse. Wo es jetzt die Krim trifft und wo die Mehrheit der Krimbevölkerung sich für die Zusammenarbeit und für die Aufnahme in die Russische Föderation ausgesprochen hat, wird das von westlicher Seite plötzlich nicht akzeptiert. Aber ich muss darauf aufmerksam machen, die Russische Föderation hat in dieser komplizierten Situation Fakten geschaffen. Es ist jedem anderen unbenommen, die rechtlichen und völkerrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, die sich bei den Vereinten Nationen oder anderswo ergeben. Was die Entscheidungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen anbetrifft, so sind die am besten in Zusammenhang mit Israel zu bewundern, das sich ja bekanntermaßen an nichts hält, was in New York beschlossen worden ist. Die Ukraine hat Abzug ihrer Soldaten aus der Insel Krim angekündigt. Heißt das, dass sich die Regierung in Kiew dem Status quo abgefunden hat? Das sind Überlegungen, die möglicherweise zu Recht angestellt worden sind im Zusammenhang mit den ukrainischen Soldaten und ihren Familien, die auf dieser Halbinsel stationiert gewesen sind. Die von der Moskauer Regierung geschaffenen Fakten haben ja über Nacht diese Soldaten zu Besatzungssoldaten im ehemals eigenen Land gemacht. Und es ist weise und klug, diese Menschen, die für diese Entwicklung keine Verantwortung tragen, jetzt nicht einem Feuer auszusetzen, dem sie nicht gewachsen sind. Es wäre verheerend gewesen, wenn unter diesen Umständen die ukrainische Regierung einen offenkundigen Anlass geliefert hätte zu einem militärischen Konflikt auf der Halbinsel Krim, aus diesem Grund auch noch zu kommen. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die von der Kiewer Regierung geplante Bürgerwehr oder militärähnliche Formation in der Größenordnung von 60.000 Mann genau diese Provokation demnächst zu liefern hat, um den Konflikt weiter anzuheizen. Denn das, was Frau Timoschenko gesagt hat, die Russische Föderation zu vernichten, das ist offensichtlich ein Gesamt-Kiewer Denken, das schrecklich ist. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Einschätzung. Ja, vielen Dank, Herr Scharukny, und alles Gute nach Teheran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Willi Wimmer. Guten Tag, Herr Wimmer. Tag, Herr Jebsen. Herr Wimmer, Sie sind Urgestein der CDU. Sie saßen über 33 Jahre im Deutschen Bundestag, gelernter Rechtsanwalt. Sie waren lange im Verteidigungsministerium auch. Sie waren Mitglied bei der OSZE und sind im Geiste letztendlich immer noch ein OSZE-Mann. Ich verbuche Sie als einen Kämpfer für Menschenrechte, obwohl viele sagen, Sie sind ein Hardliner. Darüber werden wir sprechen. Aber dass wir heute hier bei Ihnen sind, in einem kleinen Ort in der zwischen Köln und Düsseldorf. Dafür gibt es natürlich einen aktuellen Aufhänger. Der Aufhänger ist, die Ukraine ist die Krim. Sie haben sich da ja auch schon relativ kritisch zu geäußert. Wir wollen mit Ihnen den großen Bogen spannen, wo dieses Puzzleteil Krim, wo wir es verorten müssen, um es überhaupt zu verstehen. Wir schreiben das Jahr 2014. Vor 100 Jahren hat der Erste Weltkrieg angefangen. Ist der Krieg möglicherweise zurück in Europa? Ich glaube schon, und wir kommen auf diese Fragestellung natürlich wegen des Datums Erster Weltkrieg. Wir fragen uns ja heute, warum sind bestimmte Entwicklungen bei uns gelaufen und wo gibt es Vorläuferentwicklungen für das, was wir heute feststellen müssen. Und wenn wir zurückblicken, gibt es eine Fragestellung, die geht noch auf die Zeit vor 1914 zurück,
auf das Jahr 1814. Damals hat der österreichische Kanzler Metternich zusammen mit dem russischen Zaren ein Konzept erarbeitet, dass wegen der Verwüstungen durch die napoleonischen Kriege es in Europa nicht mehr zu derartigen Verheerungen kommen sollte. Und man hat sich eingestellt auf Kooperation. Sprechen miteinander. Die einzigen, die damals nicht mitgemacht haben, waren die Briten, weil die Kooperation auf dem Kontinent ihren Interessen widersprach. Und das haben wir nach Ende des Kalten Krieges in Europa wieder gesehen. Das Ende des Kalten Krieges war möglich, weil es Kooperation gab. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist nur ein Synonym für das, was sich da entwickelt hat. Und dieses Konzept der Zusammenarbeit, der Kooperation, des friedlichen Abgleichs und Ausgleichs von Interessen, das ging Mitte der 90er Jahre in dem Augenblick zu Ende, als die Amerikaner sich entschieden haben, von Kooperation Abstand zu nehmen und ihre militärische Macht und ihre militärischen Möglichkeiten zu nutzen, ihre Belange durchzusetzen. Und wie das dann in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg der Fall war, so erleben wir das heute wieder, dass wir auf Verhältnisse zumarschiert sind, wo Kooperation keine Rolle mehr spielt, sondern die Konfrontation die Dinge bestimmt. Sie sagen, als die Amerikaner sich entschlossen haben, kann man das so pauschal sagen? Wer sind diese Amerikaner? Das kann man so pauschal sagen, weil wir im Bereich der KSZE das Anfang der 90er Jahre sehr augenfällig mitbekommen haben. Man hat damals den amerikanischen Abgeordneten verboten, an den Sitzungen der KSZE teilzunehmen. Man hat sich konzeptionell umgestellt. Man hat zuerst die KSZE in wesentlichen Komponenten blockiert und hat dann eine neue amerikanische Politik gefunden, die im Jugoslawienkrieg ihren ersten Ausdruck gefunden hat. Insoweit kann man das nachvollziehen, was in den 90er Jahren sich verändert hat. Und die Amerikaner haben umgestellt. Sie haben umgestellt von Kooperation auf Konfrontation und das Ergebnis sehen wir heute. Wer hat denn Interesse an dem Krieg, theoretisch in Europa einen Krieg gegen Russland? Wer könnte daran Interesse haben? Ja, das sind die Kräfte, die bisher auch diese Kriege losgetreten haben. Sei es gegen Jugoslawien, sei es gegen Afghanistan, sei es gegen den Irak, sei es gegen Syrien und sei es gegen Libyen. Also die es ist jetzt nicht meine Aufgabe zu identifizieren, welche Leute sind das. Es sind aber gesellschaftliche Gruppen, die in jedem Fall in den Vereinigten Staaten mächtig genug sind. Die an einem Krieg verdienen. Das natürlich auch, den Staat als solchen vor ihren Karren zu spannen. Das muss man ja nüchtern sehen, dass das so ist. Aber die Frage geht ja etwas weiter, wie Sie sie stellen, aus meinem Empfinden heraus. Man muss sich in den Vereinigten Staaten immer wieder fragen, wer finanziert den Wahlkampf von wem? Und wir sehen ja im Zusammenhang mit den Wahlkampfspenden für die Demokraten, Obama ist ja Demokrat, dass das in erster Linie große Anwaltskanzleien sind. Und wenn wir uns fragen, was für Auswirkungen das für uns hat, will ich neben dem Krieg das transatlantische Freihandelsabkommen ansprechen, mit denen ja auch in Europa intensiv diskutierten Überlegungen, ob das nicht bedeutet für uns, wir müssen von der Demokratie Abschied nehmen. So sieht das aus. Abstand nehmen. Ja, deswegen spreche ich es ja auch an. Wenn nämlich demnächst große Anwaltskanzleien darüber entscheiden, wie sich Deutschland, die Europäische Union oder die Französische Republik entwickeln kann, dann ist es mit der Demokratie hier vorbei. Das sind ja sowieso vielleicht in weiten Teilen nur noch Restbestände, die wir hier haben. Aber das kommt über derartige mächtige Einflussgruppen über den Atlantik und wir sehen es im Zusammenhang mit den Wahlkampfspendern für die Demokraten ganz offensichtlich. Sie haben es gerade angesprochen, TAFTA ist ja so das Kürzel, dass auch in Brüssel hinter verschlossenen Türen Dinge beschlossen werden, die ja nicht nur Lebensmittel oder angehen, also nicht nur welches Saatgut morgen angebaut wird, welche Art von Hühnchen der Deutsche essen muss, sondern es geht ja auch darum, viel weiterreichend, was Gewerkschaften angeht, wie gearbeitet werden darf, wo Arbeitsschutz anfängt und wo er aufhört. Alles hat damit zu tun. Können Sie mir sagen, auch mit Ihrer Distanz, wie Sie Geschichte erlebt haben, wohin driften wir eigentlich? Also die Amerikaner haben mal die Karten auf den Tisch gelegt. Ich war im Mai 2000 zu einer Konferenz eingeladen, offensichtlich wegen meiner Gegnerschaft zum Jugoslawienkrieg.
nach Bratislava. Diese Konferenz war organisiert durch das amerikanische Außenministerium und es waren Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten, Außen- und Verteidigungsminister zugegen aus den zentral- und osteuropäischen Staaten. Und auf dieser Konferenz, ich habe darüber dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und meiner Parteivorsitzenden Angela Merkel einen langen Brief geschrieben, auf dieser Konferenz ist ein amerikanisches Konzept entwickelt worden, das nach meinem Dafürhalten auch heute umgesetzt wird. Das wurde da vorgestellt. Man zieht eine Linie von Riga quer über den Kontinent bis Odessa in der Ukraine und von Odessa aus nach Diyarbakir, sinnbildlich. Alles das, was westlich dieser Linie ist, ist amerikanisches Gebiet. Das heißt, wir werden Vorfeld. Und östlich von dieser Linie kann es die Russische Föderation geben oder irgendjemand anders. Das interessiert uns nicht. Das war das Konzept, was da vorgestellt worden ist, mit der klaren Aussage, das Einzige, was im Völkerrecht gilt, ist noch das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist natürlich besonders pikant, wenn man die heutige amerikanische Haltung in Zusammenhang mit der Krim und der russischen Bevölkerung da sieht. Das heißt, die Vereinigten Staaten haben offensichtlich auch eine Besorgnis, dass wenn auf dem Kontinent Kooperation zwischen den Franzosen, den Deutschen, den Russen und den Chinesen herrscht, ist dieses Konzept nicht durchzusetzen. Und damit eine große Frage nach der künftigen Entwicklung der Vereinigten Staaten selbst. Wir dürfen ja nicht außer Betracht lassen, dass die Amerikaner zweimal Krieg geführt haben, weil sie die Sorge hatten, sie würden die Gegenküste verlieren. Uns gegenüber und Japan gegenüber. Ob diese Sorge berechtigt war, ist eine ganz andere Frage, wenn man bedenkt, dass es die amerikanische Industrie war oder aus der amerikanischen Industrie Adolf Hitler massiv gefördert worden ist. Alles immer Kreuz- und Querüberlegungen, die amerikanischen Interessen dienen sollen. Aber auch europäische Konzerne wie Dutch Shell hat zum Beispiel ja riesige Spenden auch an Adolf Hitler durchgereicht. Habe ich 40 Milliarden Reichsmark damals direkt gespendet, aber, um an die Ölquellen der Sowjets wieder heranzukommen. Aber Dutch Shell hatte nie die Bedeutung der Vereinigten Staaten. Aber auch da, was ich sagen wollte, es sind Industrielle, die damals gesagt haben, Krieg könnte ein großes Geschäft werden, ja. Wenn Adolf Hitler sich dieses Land schnappt und wir ihm unterstützen, dann werden wir vielleicht dann diejenigen, die dort fördern können. Und Sie haben ja auch gesprochen hier auch von Standard Oil zum Beispiel, ja, also die Blockade gebrochen, ja, oder was ich, die Hollerith-Maschine, IBM und der Holocaust, alles Dinge, ja, die wir wissen. Man kann ja aus gutem Grund sagen, dass Adolf Hitler ohne Henry Ford vielleicht gar nicht denkbar gewesen wäre. War ja auch ein Vorbild für ihn. Ja, klar. Das Bild, was Sie jetzt zeichnen, ist ja relativ düster. Ich möchte mal dagegen halten, dass das, was Amerika viele Jahre durchsetzen konnte, vielleicht doch nicht mehr so klappt, weil durch die NSA-Affäre, da sind wir bei einem wichtigen Thema, hat dieses Land auch, glaube ich, bei der klassischen Bevölkerung, auch im Rheinland, ja, und auch hier in NRW, doch an Image verloren. Auch Länder wie Afghanistan, der dortige Karzai, werden offen und sagen, ich glaube, ihr arbeitet mit den Taliban zusammen. Das sind ja neue Töne, die kennt man so nicht. Überall bröckelt es so ein bisschen. Glauben Sie, dass Amerika mit diesem alten Konzept, was jetzt wieder kommt, noch erfolgreich sein werden? Nur mit Gewalt und Unterdrückung seiner Freunde. Mhm. Was heißt das konkret, mit Gewalt und Unterdrückung seiner Freunde? Welche Art von Gewalt wird das sein? Und wer wird unterdrückt? Wir. Deutschland. Ja, wir alle. Europa. Die Bürger in Europa. Mhm. Wenn sie so unter Kontrolle genommen werden, wie das durch die Abhörmaßnahmen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens passiert, sind sie ja kein freies Land mehr. Und man merkt auch in den Kontakten, die man hat, dass die Leute vorsichtig werden und sich auch nicht mehr äußern. Diese Form von schleichender Kontrolle zerstört unsere Gesellschaft. Mhm. Und deswegen finde ich, ohne Gewalt und Unterdrückung wird das nicht gehen. Das ist das. Aber wie würden Sie sich denn jetzt wehren? Kann man sich da noch wehren? Weil ich meine, das, was Sie sagen, was Sie hier zeigen, ein Bild ist ja, dass letztendlich das Gesetz des Stärkeren zurückgekehrt ist. Wer die größere militärische Macht hat, setzt sein Recht oder sein Unrecht in diesem Fall einfach durch. Wir haben ja, also Europa wird ja nicht gegen Amerika Krieg führen wollen. Also wie wollen Sie vorgehen? Das kann man so schnell nicht beantworten. Mhm.
Das setzt eine Menge voraus, vor allen Dingen in der Fragestellung, will man Bürger in seinem Land sein? Dann muss man ja was tun. Und das Interessante ist ja, was wir unseren Eltern und Großeltern vorgeworfen haben, dass sie sich nicht rechtzeitig gewehrt haben. Sie konnten es damals nicht. Aber heute ist es ja durchaus möglich, dass man seine Meinung macht. Aber die Leute machen es schon nicht mehr. Das sind alles Trends und Entwicklungen und die muss man nüchtern feststellen. Es gibt einen alten, möglicherweise nicht nur rheinischen Satz, der heißt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und möglicherweise wachsen sie auch nicht in den Himmel. Das heißt, das ist ein offener Prozess, bei dem wir nach meinem Dafürhalten auf der Verliererseite sind. Das kann ja auch dazu führen, dass Länder nationalistischer werden. Ja, das sehen wir ja überall. Wir sehen es ja jetzt möglicherweise am kommenden Sonntag bei den Kommunalwahlen in Frankreich, wo ja politische Kräfte hochkommen, die ja für uns Gott sei bei uns bedeuten, also wo wir nun nichts mit zu tun haben wollen. Wir sehen es ja auch in der Ukraine, dass da nationalistische, sogar in Nazi-Bereiche vorstoßende Kräfte sich artikulieren. Und das ist für andere Gesellschaften auch nicht ausgeschlossen. Wenn Gesellschaften so unter Druck genommen werden, wir haben es ja eben im Zusammenhang mit den Sanktionen und Japan gesagt, so unter Druck genommen werden, dass sie nicht mehr anders können, als auszubrechen, sie glauben das und sie laufen damit natürlich ins Elend, dann wissen wir natürlich, welche Situationen wir in Rechnung stellen müssen für die heutige Entwicklung. Herr Wimmer, können Sie sich vorstellen, welche Auswirkungen eine Schlagzeile gehabt hätte? Wladimir Putin hört seit 10 Jahren das Handy der Kanzlerin ab? Das hätte in Deutschland zu revolutionären Umständen geführt. Und was, wenn da gestanden hätte, China spioniert Deutschland flächendeckend aus? Das hätte man sowieso unterstellt. Ja, gut, aber warum ist so wenig passiert nach der NSA-Affäre? Ich meine, es ist ja nichts passiert. Man hat uns ja offen ins Gesicht gesagt, erst das tun wir nicht, dann das tun wir und wir machen es auch weiter. Ja, das ist eine Frage von nationaler Würde. Haben wir die noch? Die Frage haben Sie schon beantwortet. Ich? Ja. Also nein. Indem Sie die Frage gestellt haben. Wenn das unter normalen Umständen irgendwo passiert, würde man eigentlich jeden Kontakt einstellen. So, und die Wirklichkeit ist die, die Sie gerade beschrieben haben. Business as usual. Sie selber haben in einem Interview, glaube ich, den Vergleich auch gezogen zwischen flächendeckender NSA-Überwachung, die ja viel weiter geht, als was früher möglich war, weil sie in alle Bereiche geht, also weil sie alle Bereiche abdeckt, die digital sind. Das sind ja letztendlich alle Bereiche. Also ich schreibe noch einen Brief. So, wer macht das? Ja. So, also jedes Telefonat, Navigationssysteme, GPS, alles Ortung, jede E-Mail, YouTube, alles sozusagen. Soziale Netzwerke, die schreiben ja an der Software sogar mit von den Computern, die können übers Stromkabel sogar in den Computer rein, wenn ich sage, ich bin ja gar nicht am Netz, doch, bist am Netz. Wo ist der große Unterschied zwischen dem, was heute möglich ist, was die Stasi gemacht hat und was die Gestapo gemacht hat? Gibt es da noch einen Unterschied? In der Auswirkung und in der Kontrolle kann ich nur sagen, die waren nicht so weit, wie wir heute sind. Befinden wir uns denn Ihrer Meinung nach in einem Überwachungsstaat oder wäre das zu weit formuliert? Also in jedem Fall müssen alle diejenigen, die agieren und die mit Verantwortung für die Wirtschaft und die Politik agieren, davon ausgehen, dass sie nicht mehr Herr ihres Tuns sind. Das, was hier stattfindet, ist das nicht auch eine Form von Wirtschaftsspionage? Das ist alles. Das ist die Komplettüberwachung. Aber ging es nicht ursprünglich, also auch offiziell, um den Kampf gegen den Krieg, gegen den Terror? Ja, dann sieht man, wie ein solches System maulwurfartig unterlaufen wird und nachher für Belange eingesetzt wird, die alles umfassen. Und wenn man dann erlebt, dass man jeden Versuch, Aufklärung zu bekommen, torpediert sieht und dass eine gemeinsame Überlegung, es nicht mehr zu machen, nicht realisiert werden kann, dann weiß man doch, wo man steht. Ich möchte nochmal auf einen Typus von Politiker kommen, der ja nicht nur in der klassischen Politik zu finden war, sondern auch in den Diensten. Da gab es meiner Meinung nach etwas, wo ich sagte, okay, ich muss kein Freund von Helmut Kohl sein, ich muss kein Freund von Willy Brandt sein, aber es gibt Dinge, da glaube ich, das hätten die nicht gemacht. Wie ist das mit den heutigen Politikern? Gibt es da noch so eine Art Ethos, ein Credo? Nee,
Die sind zwar alle auch ein bisschen machtgeil, die wollen auch im Rampenlicht sein, die machen, spielen da alle ein bisschen House of Cards, ja, aber die vergessen nie, dass es eine Grenze gibt, die sie aus ethischen Gründen nicht übertreten würden. Ja, ich habe es ja selber eben in Zusammenhang mit Helmut Kohl beschrieben. Für Helmut Kohl wäre es vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und seiner Haltung zum Recht nicht möglich gewesen, sich an einem Krieg gegen Jugoslawien zu beteiligen. Damit beantworte ich alle Fragen danach, ob er in Afghanistan, Irak oder Gott weiß wo beteiligt gewesen wäre. Der hätte es nicht gemacht. Ein Krieg gegen Russland käme ihn auch auf gar keinen Fall in Frage. Mit Sicherheit nicht. Und ich kann vor dem Hintergrund von langen Gesprächen, die ich mit Helmut Schmidt geführt habe in dieser Frage oder zu dieser Frage auch sagen, auch der Helmut Schmidt ist unverändert der Auffassung, dass es fraglich ist, wie lange es noch die NATO gibt. Es aber nicht fraglich ist, dass die Russen immer unsere Nachbarn sein werden. Wie würden Sie denn die NATO heute bezeichnen? Ist es noch ein Verteidigungsbündnis? Wir haben ja durch die Tornado-Klage von Peter Gauweiler und Willy Wimmer gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dieser Frage beschäftigen musste, in Zusammenhang mit dem Einsatz von Tornados in Afghanistan. Das Bundesverfassungsgericht hat uns zwar nicht recht gegeben, aber die Restriktionen, die es der Bundeswehr auferlegt hat, die waren so eng, dass die Bundeswehr auf den Einsatz von Tornados später in Afghanistan verzichtet hat, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat. Und genauso hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil Hürden für die NATO aufgestellt, die nicht überschritten werden dürfen. Und die Hürden rücken immer näher. Also solange wir noch ein unabhängiges Verfassungsgericht haben, gehe ich davon aus, dass uns das von dem Schlimmsten bewahrt. Der politische Apparat in Berlin kann es nicht und will es nicht. Mhm. Würden Sie eine Aussage von einem Historiker aus der Schweiz, Daniele Ganser, der sich lange mit NATO-Geheimarmee in Gladio auch beschäftigt hat, unterschreiben, sagt also, dieses Verteidigungsbündnis, so hat es mal angefangen, das war es auch mal, das ist inzwischen, seit es weit über den Grenzen der NATO-Staaten operiert, ein Angriffsbündnis geworden? Ja, die Formulierung kommt auch von mir. Das heißt, das ist ein Aggressionsbündnis. Wie kann man mit einem Aggressionsbündnis argumentieren, wenn jemand anders auch aggressiv vorgeht? Also ja, Sie müssen die öffentliche Meinung, die müssen Sie auf Linie bringen. Das können Sie darüber, dass Sie die großen Leitmedien an der Kandare haben, damit dem staunenden Volk klargemacht wird, dass ein Aggressionsbündnis trotzdem Verteidigungscharakter hat. Da sind wir natürlich bei meiner Branche, die man da ganz klar auch ins Visier nehmen möchte. Das will ich gleich tun. Aber noch eine Frage zu den Diensten. Die deutsche Aufklärung, BND, die hatten immer den Ruf, dass sie klassische Beamte waren, die gesagt haben, das muss alles korrekt sein. Das Korrekte, was man im Dritten Reich an den Tag gelegt hat, das hat man heute auch, aber dass man eben gesagt, es muss politisch, darf es keine Färbung haben, es muss korrekt sein. Wie sieht das heute in den Diensten aus? Sind die inzwischen amerikanisch eingefärbt, dass sie eben nicht mehr korrekt sind, sondern wie Sie vielleicht auch schon gesagt haben, Nachrichten, die eine Situation so darstellen, wie sie ist, die aber einem Krieg nicht förderlich ist, die ordnen wir gleich aus. Wir haben schon die Schere im Kopf. Ist der BND eine Art CIA? Die Zusammenarbeit ist ja eng. Aber ich kann von dem Hintergrund, jetzt rekurriere ich mal auf persönliche Erfahrungen nur sagen, ich habe höchsten Respekt vor der mir noch bekannten Arbeit von Verteidigungsattachés, von Botschaftern und auch von Residenten des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Ich habe, solange ich mit diesen drei Berufsgruppen Kontakt hatte, eigentlich nur beste Qualität erfahren. Ein sehr objektives und unabhängiges Urteil. Was dann die politisch Verantwortlichen daraus machen, ist immer eine andere Sache. Aber ich kann nur sagen, wenn die deutschen Medien so korrekt berichten würden, wie die drei Berufsgruppen, die ich eben aus diesem Bereich angesprochen habe, dann wäre mir wesentlich wohler, als mir heute ist. Sie haben die Leitmedien angesprochen. Wir sprechen mal von der FAZ, die Süddeutsche Zeitung, die Welt natürlich oder auch die Zeit. Da gibt es ja sogar Doktorarbeiten inzwischen dazu, wo der Alpha-Journalismus beschrieben wird, wo einfach
Köpfe in Redaktionen, die ein Thema vorgeben, gegen das auch die innere Redaktion nicht anschreibt, die innere Pressefreiheit existiert so ja auch nicht mehr wirklich, die da ein Klima schaffen, dass der Rest sich anschließt, weil sie schreiben nicht gegen die Süddeutsche an, sie schreiben nicht gegen den Spiegel an. Wer es tut, wer liest diese kleinen Gazetten, wer liest die Junge Welt, wer liest auch digitale Veröffentlichungen wie Journal21.ch, ein tolles Portal mit alten Haudegen, aber wer liest das, wer kommt sich dagegen an? Hat sich Ihrer Meinung nach der Journalismus flächendeckend in Deutschland geändert? Und wie würden Sie den betiteln? Was ist das? Ist das ein Propaganda-Ausspielkanal oder ist das in dieser Formulierung falsch? Ja, ich will vielleicht nicht so plakativ argumentieren. Ich habe in den journalistischen Bereich kennengelernt in der alten Bonner Republik und habe ihn in der Berliner Republik kennengelernt. In Bonn, jetzt will ich nicht alte Zeiten als besonders lobenswert ansprechen, aber in der Bonner Zeit war es so, dass es da eine Reihe von Journalisten gab, die hatten ein so ungeheuer gutes Ansehen, dass das Ansehen als solches wirkte. Mhm. Und das war Kompetenz im Quadrat. Mhm. Von wem sprechen Sie? Ja, ich will keine Namen nennen. Es gab eine ganze Reihe dieser Leute. Berlin hat die Republik verändert, auch im journalistischen Bereich. Und das hat natürlich irre Auswirkungen. Und wenn Sie morgens Ihr WAZ lesen oder die Süddeutsche, ist das ja eine Frage nach dem Adrenalinspiegel, den Sie haben. Ist ja nicht die Frage danach, was Sie an guten Dingen lesen. Mhm. Mhm. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Ihrer Kollegen, die den Zweiten Weltkrieg nicht nur aus dem Geschichtsunterricht kennen, also nicht nur synthetisch kennen, wie viele davon im Ruhestand sind, ohne im Ruhestand zu sein, weil das, was draußen passiert, sie gar nicht ruhig leben lässt. Wünschen Sie sich das manchmal, dass so die alten Haudegen, Sie, ein Scholl-Latour als Journalist zum Beispiel, ein Hottinger als Journalist oder ein Helmut Schmidt, dass man sie mehr zu Rate zieht? Sie sind ja nicht im Ruhestand. Ich glaube, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Ich rede jetzt nicht darüber, was mir jetzt im Ruhestand widerfährt. Man kann sich ja artikulieren. Aber das kann man nur, weil es eine Vorgeschichte gibt. Aus sich heraus in der heutigen Situation würde man sich nicht zu Wort melden können. Das wäre faktisch unmöglich. Ich habe nur gesehen, dass seit meiner Ablehnung des Jugoslawienkrieges die führenden Medien, zeitungsmäßig oder Funk und Fernsehen, bis auf den Deutschlandfunk und WDR 5, einen völlig ausgeklingt haben. Man fand da nicht statt. Der Gregor Gysi, der nicht mein persönlicher Freund ist und zu dem ich auch keine Kontakte unterhalte, jedenfalls keine engen Kontakte unterhalten, der hat in einem seiner Bücher darüber geschrieben, wie überrascht er gewesen ist, dass ich gegen den Jugoslawienkrieg gewesen bin, weit bevor er das war. Mhm. Und vielleicht sind Sie, Herr Wimmer, vielleicht sind Sie Herrn Gysi viel näher, als Sie denken. In diesen Fragen kenne ich seine Meinung und weiß also, wie er, ich glaube zu wissen, wie er im Zusammenhang mit NATO-Kriegen wirklich denkt. Mhm. Mhm. Man muss ja auch manchmal bei diesen Parteien unterstellen, dass sie genau wissen, was erforderlich ist, um eine Regierungsbeteiligung zu bekommen. Und die einzige Frage, die auf der Seite der PDS übrig ist, ist diese Frage. Mhm. Ich halte es also nicht für ausgeschlossen, dass die PDS mal einer Bundesregierung angehört, und zwar mit der Maßgabe, Kriege zu führen. Sie sprechen immer noch von PDS? Ja, ja, sicher. Sie sind die Linke. Ja, oder die Linke. Das ist doch egal. Also, die haben so oft ihren Namen gewechselt. Wir wissen beide, wen ich meine. Das sind alles Phänomene, die gibt es da. Aber der hat darüber geschrieben, dass man in der ARD und ZDF offensichtlich so lange gewartet hat, bis dass er diese Position übernommen hat, um ihn dann in Talkshows fertig zu machen. Mhm. Herr Wimmer, eine letzte finale Frage, weil wir bei Ihnen ja hier auch in Ihrem Wohnzimmer sitzen. Wie machen Sie sich als alter Profi, der nicht nur als Politiker gelernt hat, wie man informiert, also mit wem man spricht, damit das rausgeht, wie machen Sie sich heute selber schlau? Was für Medien konsumieren Sie, um auf dem Laufenden zu sein, um zu sagen, ich glaube, ich habe jetzt eine Ahnung von der Realität und nicht von der Wahrheit, die man mir versucht unterzuschieben? Also Helmut Kohl, auf den ich mich nochmal beziehen will in diesem Zusammenhang, hat gesagt, das war seine kritische Einstellung gegenüber Nachrichtendiensten, auch dem BND, 70% von diesen Dingen liest man in den Zeitungen.
zwischers nicht kommentieren. Aber Zeitungslektüre, egal wie das mit dem Adrenalinspiegel aussieht, ist eine wesentliche Komponente, um à jour zu bleiben. Mhm. Und über die Kabelsysteme, die wir haben, bekommen wir doch noch die chinesischen Nachrichtensender. Wir bekommen Al Jazeera, wir bekommen Russia Today, BBC und CNN und den französischen Sender. Und wenn man die alle nebeneinander hält, dann weiß man, was man tun muss. Mhm. Man braucht ARD und ZDF nicht zu sehen. Mhm. Um auf dem Laufenden zu bleiben? Um auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Ist für Sie ARD und ZDF, gerade was die Berichterstattung der NATO-Politik angeht, eigentlich so etwas, versucht uns mal zu beweisen, dass wir falsch liegen? Nein, die Qualität der anderen Sender, die ich eben angesprochen habe, ist so viel höher entwickelt, dass man deutsche Nachrichten in diesem Sachzusammenhang nicht hören muss und mhm. sehen schon mal gar nicht. Mhm. Aber ist diese ganze Nachrichten, wie sie von Staats wegen betrieben wird, nicht dafür zu teuer? Weil was Sie hier machen, ist ja praktisch ein Urteil, Sie machen ja den Daumen runter. Ja, also das ist so, wie es ist. Also ich brauche, um zu wissen, wie es auf der Welt aussieht, diese beiden Nachrichtensender aus Deutschland nicht. Willi Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Jepsen. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Willi Wimmer. Wir haben verschiedenste Themen gestreift. Unser Kernthema war natürlich, der Aufhänger war natürlich die Ukraine. Aber ich glaube, dass dieses Gespräch nicht verfällt, sondern als Geschichtsstunde auch durchaus im Netz gelten kann. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Ken Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. KenFM.de vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind, blind, blind für die Gegenwart. Blind für die Gegenwart. Gegenwart für die Gegenwart. Kommen wir zum nächsten Thema. Anfang der letzten Woche erreichte uns dann auch eine sehr abenteuerliche Meldung, die mir dann doch sehr vorkam wie so ein Hollywood-Krimi im Kino. Ich möchte die ganze Geschichte mal kurz versuchen, so aufzuschlüsseln. Also die USA werfen dem Iran vor, er hätte versucht, auf amerikanischem Boden, also in Washington, einen Terroranschlag geplant zu haben. Der Iran soll in diesem Zusammenhang versucht haben oder geplant haben, einen saudischen Diplomaten mittels Bombenanschlag töten zu wollen und hat dafür die mexikanische Drogenmafia beauftragt. Mhm. Das hört sich also wirklich sehr abenteuerlich an. Ken, was hältst du von der ganzen Geschichte? Ich habe erstmal herzlich gelacht, weil ich halte es für eine ganz klassische PR-Kampagne. Hier ist ganz klassische Propaganda am Start. Was ist das Ziel von Propaganda? Das Ziel von Propaganda ist, dass der öffentlichen Meinung, weil ohne die geht es ja nicht, dass dieser öffentlichen Meinung ein Schluss nahegelegt wird, der quasi dann auf der Hand liegt, den man sich annehmen muss. Worum geht es wirklich bei dieser Propaganda? Also der Iran wird als Feindbild aufgebaut. Die USA haben ihn bei einem Anschlag ertappt, konnten diesen vereiteln. Und das Ziel dieser ganzen Propaganda ist, dass am Ende nichts anderes übrig bleibt, wie einen Krieg gegen den Iran zu eröffnen. Das soll passieren. Also man bereitet uns ja schon über viele Wochen und Monate darauf vor, nachdem wir in Afghanistan, im Irak sind, dass der Iran das nächste Ziel ist. Und das leistet eben Propaganda. Der Mann auf der Straße, der diese Nachricht hört weltweit, natürlich denkt, huch, aufpassen beim Iran. Glück gehabt, dass die Amerikaner hier einen Attentat verhindern konnten. Was passiert dann bei unseren Reportern? Wir schicken einen Reporter nach Washington, wenn er in der EU schon einer ist, und der wiederholt einfach nur die Meldung der Amerikaner. Damit wird sie erstmal wahr. Er wiederholt das, was man hier ausrichtet. Ja, bitte. Ich glaube, man wollte hundertprozentig sicher gehen, dass ja diese unglaubliche Nachricht, die man heute veröffentlicht hat, auch absolut stimmt. Barack Obama, der Präsident, hat bereits im Juni von dem Terroranschlag erfahren. Im September ist ein iranischer Verdächtiger festgenommen worden. Und nun hat man im Oktober die Nachricht rausgelassen. Wie gesagt, man hat sie doppelt und dreifach gecheckt, damit sie sicher ist. Damit sie sicher ist. Also das hört sich ja so ein bisschen danach an, als habe die USA uns gerettet. Ja. Aber was konkret bedeutet das? Das bedeutet konkret, dass du in einer Art Spielfilm bist. Man kann Propaganda wie einen Spielfilm sehen. Wenn du in einen Thriller gehst, der 2,5 Stunden geht, dann weißt du natürlich, dass wenn du in diesen Film hineingehst mit Spannungsaufbau, dass nicht während du den Film guckst am Schluss gedreht wird, sondern der Film ist schon abgeschlossen. Es gibt also ein Drehbuch, wo es heißt, am Ende gibt es einen Showdown, Spannungsaufbau, da kommt der Held kommt in die Bredouille, kann sich retten und so weiter. Gibt es ein paar Nebenrollen.
wollen. Am Ende gibt es einen Showdown und der Gute gewinnt gegen den Bösen. Dieser Film ist quasi schon abgeschlossen. Der Showdown steht schon fest. Ein Krieg gegen den Iran. Jetzt versucht also die Propagandamaschine uns, dem Publikum, der Öffentlichkeit, diesen Film langsam aufzudröseln mit Spannungsaufbau. Das heißt, wir haben einen Reporter, der sagt einfach nur, was wir herausgefunden haben in den USA. Und der nächste Slot wäre, was passiert denn jetzt? Wir haben erstmal ertappt, was passiert denn jetzt? Das ist der Spannungsaufbau. Jemand zieht sich zur Beratung zurück und dröselt langsam auf, dass er irgendetwas machen will, ohne das konkret zu verraten. Das klingt dann als Reportermeldung so. Amerika, und das wird jetzt hier zurzeit in Medien diskutiert, die Frage, wer ist die iranische Regierung? Ist das wirklich der Präsident Ahmadinejad? Und die Sicherheitskräfte der Amerikaner versuchen dort einen Zusammenhang herzustellen. Wenn es den wirklich gibt, wird aus dieser sehr besorgniserregenden Nachricht vielleicht eine bedrohliche Nachricht. Die Amerikaner haben gesagt, sie halten sich alle Schritte vor, wie sie auf diesen Terroranschlag, auf den geplanten, reagieren wollen. Die Amerikaner haben gesagt, sie behalten sich sämtliche Schritte vor, wie sie auf diesen geplanten Anschlag reagieren wollen. Also das klingt ja eigentlich schon fast wie eine Kriegserklärung für einen Anschlag, der aber gar nicht stattfand. Du brauchst doch dem 11. September keine Anschläge mehr stattfinden lassen. Es reicht, wenn du behauptest, dass jemand einen vorhatte, den du vereiteln konntest. Wir sind also zwischen Staatsfeind Nummer 1 und Minority Report. Morgen kannst du jemanden, der hat darüber nachgedacht, also von daher ist er auch entschuldigt. Aber du hast ja den Reporter gerade gehört, der gesagt hat, wir versuchen einen Zusammenhang herzustellen. Das wird man so lange versuchen, bis der Zusammenhang hergestellt ist. Das wird praktisch produziert. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt, um die Nachricht rund werden zu lassen, sag ich mal, Futter bei die Fische zu bekommen, wir brauchen jetzt einen ehemaligen Aussteiger, der für die iranische Regierung gearbeitet hat. Der sollte dann vielleicht unter anonym, sollte der im Fernsehen aussagen, weil er ja anonym bleiben muss, sonst würden sie ihn ja schießen, die Iraner. Und den lässt man in dem Fernsehen auftreten. Wir alle können dessen Identität überhaupt nicht nachprüfen, aber wir lassen diesen Mann erst einmal sprechen. Bitte. Als ich Agent bei den Revolutionsgarden war, nutzten wir iranische Botschaften, Banken und Moscheen weltweit als Anlaufstelle, um Terrorakte zu planen. Die Waffen und Gelder für Attentate im Ausland haben wir mit Flugzeugen der staatlichen Fluggesellschaft Iran Air transportiert und an Konsulate weltweit verteilt. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben dann jetzt auf der einen Seite die Belastung, also diesen geplanten Anschlag. Der vereitelt wurde. Dann haben wir die Medien, die diese Nachricht streuen. Ja. Und dann haben wir einen Überläufer, der quasi auspackt. Wenn wir jetzt diesen PR-Bogen noch ein bisschen weiterspannen würden, fehlt eigentlich nur noch ein Experte. Richtig, das gibt's in jedem Film. Da kommt dann irgendwie ein Opa, der spezielle Kenntnisse von damals hat und alle noch recht dazu, MacGyver-mäßig. Wir brauchen jetzt noch einen Experten. Also fahren wir einen Spionage-Experten auf. Und was soll dieser tun? Der soll über etwas sprechen, was allgemein üblich ist, dass nämlich Diplomaten in ihrem Reisegepäck Dinge transportieren können, ohne kontrolliert werden zu dürfen wegen der Immunität und dann auch in Botschaften Dinge abliefern, die man auch nicht kontrollieren darf. Das ist allgemein üblich, deswegen gibt es Diplomaten, deswegen gibt es Botschaften. Aber wir stellen es so dar, dass der Iran exklusiv das so machen würde. Das klingt dann so bei einem Spionageexperten. Als logistische Basis fungieren in erster Linie Botschaften und Konsulate des Iran, aber auch Bank- und Handelsvertretungen. Und die Waffen und der Sprengstoff werden häufig über die iranische Fluglinie getarnt als Diplomatengepäck in die jeweiligen Attentatsländer eingeschleust. Also der Experte, der hier gerade gesprochen hat, der sagt ja eigentlich damit, dass jeder Iraner, der in ein Attentatsland fliegt, ein Attentäter ist. Genau, dann hast du das richtig verstanden. Das Ganze wird ja dann praktisch so im Heute-Journal gesendet. Die Journalisten sagen, hey, wir sind vorne dran, alle sprechen über die Nachricht, wir haben ein paar Gesprächspartner beschafft. Und wie gesagt, es ist in der Sprache schon unterschwellig vermittelt. Also Iraner reisen generell in Attentatsländer. Also Iraner fliegen nicht nach Italien oder Spanien oder in den USA. Nein, sie reisen in Attentatsländer, um dort Attentate zu begehen, weil Iraner generell alle Attentäter sind. Jeder Iraner, der ein Flugzeug betritt, möchte ein Attentat ausüben. Während du, wenn du in ein Flugzeug steigst, was bist, Sanja? Dann bin ich vermutlich Tourist. Dann bist du ein Tourist. Also man kann... Was ist eigentlich, oder gibt es überhaupt Stimmen von der Gegenseite? Also vom Iran, hat sich da jemand bekannt dazu? Natürlich gibt es auch Stimmen von der Gegenseite. Natürlich hat sich die iranische Regierung auch dazu geäußert. Sie hat gesagt, das ist ein hanebüchendes Komplott. Aber darum geht es ja gar nicht. Wichtig ist, dass die iranische Regierung und die iranische Presse ja nicht Zugriff auf unsere Medien hat. Das heißt, bei uns erscheint das gar nicht so. Wir bespielen die Bevölkerung weltweit mit dem, was wir wollen. Das ist Propaganda. Und wir haben es jetzt quasi mit einem Kriminalfall zu tun. Wir sollen die Richter sein und derjenige, der quasi anklagt, das ist die amerikanische Regierung. Die amerikanische Regierung ist auch die einzige, die die Beweise vorlegt. Und der Anwalt, die Gegenseite, kommt überhaupt nicht zu Gehör. Deswegen ist im Grunde das ja auch alles schon beschlossen. Es wird in den nächsten Wochen und Monaten alles versucht werden, um den Iran anzugreifen. Ich möchte an dieser Stelle noch ein altes iranisches Sprichwort zitieren. Das heißt, wenn einer zum Richter geht, hat er immer recht. NFM. Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen.
Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen.